Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, und guten Morgen, denn wir haben gerade mal eine Runde geschlafen. Unser Hundi hat Wache gehalten. Ja, braves Hundi. Und ja, wie sieht's denn aus mit unseren Verletzungen? Unsere Verbrennung ist wieder ein bisschen zurückgegangen, das ist super. Hundi ist auch okay, uns ist rundum warm. Ach, wunderbar. Moment, wir können gleich mal, bevor ich hier unterwegs bin, gleich mal wieder ein bisschen was Leckeres kochen. Und zwar Wildbretkotelett. Ja, wunderbar. Können wir zumindest mal eins machen. Schadet ja nix. Kostet nix, schadet nix. Wunderbar. So, ich habe die Lampe noch ausgerüstet. Die braucht man natürlich am Tage nicht. So, was haben wir denn zu tun? Ich gucke mal kurz ins Tagebuch. Geistiges Gift. Kehre zum Eben Schwarzdorn zurück. Ja, wir haben ja letzte Folge hier die Honigbräu-Brauerei vergiftet und haben sozusagen die aus dem Geschäft geworfen, damit die Schwarzdorn-Familie hier Hand anlegen kann. So, der verfluchte Stamm. Eine Klinge im Dunkeln, Freunde, den Drachenfriedhof, das werden wir bald machen. Sprich mit den Anführer und was haben wir denn hier? Bringe die Karaffe zu Delvin. Delvin? Delvin ist doch, glaube ich, in Riften, oder? Jupp, der ist in Riften unterwegs. Okay, dann, was haben wir denn noch? Ein Tagebuch stehen. Lass dir von Vex über die Diebesgilde berichten, können wir auch machen. Sprich mit Aventus Arentino, der ist in Windhelm. Aldis. Müssen wir auch mal gucken. Hilf den Einwohnern von Hjalmarsch. Können wir auch mal aktivieren. So, und der Rest ist hinfällig. So, wo müssen wir denn jetzt überall hin? Hjalmarsch, wo ist denn das? Ach, das da oben. Von Einsamkeit. Frage Aldis nach Informationen. Ne? Bis wir da wieder mal hinkommen. Gut, die Quest kann ich also deaktivieren. Aber hier haben wir Vex und Karaffe. Wie im Schwarzdorn. Wo ist nicht Hjalmarsch? Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Nö, sehe ich nicht. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. So, gut, also können wir das wieder ausschalten und dann würde ich sagen, wir reisen wieder ab nach Riften. Würde ich sagen, ja. So sieht's aus. So, allerdings könnten wir hier nochmal kurz gucken. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, die schön. Besten Waffen und Rüstungen. Gucken wir mal, was er hat. Ebenerzpfeile. Och, wie geil. Ebenerz Großschwert, Ebenerz Schwert, Elfenbogen. Ja, was richtig brauchen, tun wir jetzt hier. Sakrale Zwergenkriegsaxt. So richtig brauchen, tun wir jetzt hier nichts. Vulkanglasbogen. Schaden 46. Wie viel macht unserer? 37. Oh, da wäre natürlich der Vulkanglasbogen schon. Oh, der wäre natürlich schon geil. Kostet aber auch 5000. So, was haben wir denn hier? Beschlagene Rüstung. Ebenerzschild der Frostverminderung. Stärke die Frostresistenz um 60%. Das ist auch nicht schlecht. Das war eine schwere Rüstung. Finde ich nicht gut. Lederrüstung des Knappen. Vulkanglas-Schild.
gibt es für 3000, hat 30 Rüstung. Ach komm, da findet man wohl, da findet man schon mal eins, das. Das ist mir jetzt auch zu teuer zum Kaufen. Was ich mir allerdings kaufen werde, ist, glaube ich, den Vulkanglasbogen. Der ist es mir durchaus wert. 46 Schaden, ja, das ist eine ordentliche Ansage. Kommt, den kaufen wir mal. Wir haben eh Kohle. Dann nehmen wir den mal mit. So, und wir verkaufen dafür unseren Zwergenbogen. Für 40. Super. So, aber wir haben einen neuen Bogen. Yay. Na, wofür sparen wir denn so fleißig? Vergessen. So, wo haben wir denn? Vulkanglasbogen auf 1. Genau, 2 der Dämmerbrecher, 3 der Dolch. Auch drin reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Hui, neuer Bogen. Ah, herrlich. Der macht jetzt richtig gut Damage. So, Himmelsrand. Gehen wir wieder raus. Und dann weiter. Auf nach Riften wieder zurück. Und von da aus werden wir uns dann nach Norden schon langsam durchschlagen. Huch, die Kachid sind da. Könnten wir auch mal kurz vorbeigucken. Huch, wollte ich gar nicht. Willkommen. Falls ich euch nicht weiterhelfen kann, dann bestimmt einer meiner anderen Karawanen. Ich bin neugierig auf euer Heimatland. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Sirodil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Warum verkauft ihr eure Waren in Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Okay, ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Kann ja nicht schaden, der hat mich auch so gemischt Waren und deswegen, da könnte doch immer mal was Schönes dabei sein. Wie man hier ja sieht, Verminderung, sengende Hitze, Stahlschwert der Blitze, also hat auch schon ein paar schöne Dinge dabei. So, blaue Robe. Hätte was Schönes. Einhändige Eingriffe verursachen 20% höheren Schaden. Wäre super, wenn es eine leichte Rüstung wäre. Illusion, Stahlplattenstiefel, Vulkanglasrüstung der großen Gesundheit. Ja, so wäre nicht schlecht. Brauchen wir aber nicht wirklich. Gift der Magika. Alter, ist das teuer. 1100, das ist ja... So, Zutaten, Mondzucker, Salz. Hat er da noch was Schönes? Nö, eigentlich nicht. Okay. Möge euer Weg euch zu warmen Würsten führen. Möge euch euer Weg euch zu warmen Würsten führen. Nö. Warme Würstchen. Soll ich euch mitnehmen? Ist nichts für mich. So, ich möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Ja, ich würde sagen, haben wir's denn? Nach Riften. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, vielen Dank. Haben wir wenigstens gutes Wetter.
Wenn ich in Riftdorn bin, muss ich mir auf jeden Fall einen Schwarzdorn-Miet gönnen. Allein dafür lohnt sich schon... Was, die Reise, ja? Schwarzdorn-Miet. Ach, so ein guter Miet, das wäre wieder mal was Schönes. Ich glaube, ich muss mir wieder mal eine bestellen hier. Aber der ist immer so schnell weg. Weiß auch nicht warum. So ein Liter Met, der ist weg wie nix. So, dann gucken wir mal rein wieder nach Riften. Aber wir kommen doch eigentlich ganz gut voran, wenn ich denke, wir sind jetzt schon Stufe 19. Ja. Ist doch eigentlich gar nicht mal so übel. Also wir kommen doch relativ schnell und gut voran. Auch wenn wir hier Hardcore-mäßig spielen, das ist eigentlich Hardcore-mäßiger ja schon kaum mehr geht. Aber egal. Haben wir hier Salz? Nö. Salz. Salz! Yeah. Hier auch noch? Nö. So, wir müssen da rein. Bienenstich. So. Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Klappe. Ich such die. Wo ist sie? Wunderbar. Wo ist denn Maven? Maven! Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Halt die Klappe. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. So. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ich meinte eigentlich, was gibt es, weil er mich so von der Seite anquatscht. Verzieht euch einfach. Halt die Klappe, oder ich hau dir gleich. Ja. Was haben wir denn hier? Hühnerbrustenzahl. Boah, den will ich haben. Ach komm. Hühnerbrust. Habe ich den Kohl auch genommen? Ich habe nichts gemacht. Was läuft der uns denn hinterher? Ist ja wie ein Dackel. So, dann gehen wir eben zuerst in den Rattenweg runter. Da unten müssen wir ja auch pennen können. Wenn die gute Frau Maven Schwarzdorn eben nicht hier ist. So, Hundi, bleibst du in der Zwischenzeit hier oben? Was ist denn da eigentlich? Honor Hall of Thornage. Ja, keine Ahnung. Also, Hundi, hier bleiben. Was ist denn da drin? Da will ich mal reingucken. Mein Honor Hall ist klar. Der Honor Hall heißt eigentlich. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, Jojo. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben, bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Lord. Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Das scheint wohl das Kinderheim von Himmelsrand zu sein, ja. Sehr schön, möchte man sofort hier einziehen. Da haben wir sogar schon mal eine Erzählung drüber gehört von irgendjemandem, dass hier ja so Kinderheim und so weiter. Super, dürfen wir das sogar nehmen. Yay! Haben wir hier noch? Ah, super. Honigwabe nehme ich auch mit. Was gehe ich eigentlich so kompliziert? Wir können ja die Abkürzung nehmen.
Aber gut, haben wir noch ein paar Fischfässer geplündert. Passt auch. So, wir dürfen nur nicht vergessen, dass unser Hund hier ist. So, wir gehen natürlich den inoffiziellen Weg. Was ja niemand wissen darf. So. Und in die zersplitterte Flasche. In die Zisterne. So, wie muss ich jetzt berichten? Berichten. Niemanden. Super. Hier, nö. Wahrscheinlich muss ich 1, 2 H. Nö, das ist der Trainingsraum. Der macht hier Luftkämpfchen. Ja, voll daneben, würde ich mal sagen. So, ich kenne mich schon wieder mal nicht aus. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hier lang. Da müssen wir ja mit Vex mal ein kleines Wörtchen plaudern. So, Vex. Bevor wir anfangen, will ich 2 Dinge unmissverständlich klarstellen. Ja. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Nö, ich. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Habe ich doch schon. Und zum zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Dann verstehen wir einander ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Bitte. So, worum geht es denn? Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Heul doch. Habt ihr eine Ahnung, warum? Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Ja, und was nun? Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Ja. Okay, das können wir aber ein anderes Mal machen. Aufträge erledigen sich nicht von allein, wisst ihr? Ja. So, wo ist ein anderer jetzt? Ja. Delvin. Ich habe immer noch eine ganze Reihe Aufträge. Wenn ihr euch etwas mehr Geld verdienen wollt. Wollt ihr diese Honigbräu-Karaffe kaufen? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Diese Bezahlung sollte mehr als angemessen sein. 300 Septim, ja, das ist nicht schlecht. So, okay, wunderbar, dann hätten wir... Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt. Ja. Machen wir ein anderes Mal. So, was haben wir denn jetzt noch aktiv? Hier haben wir im Moment mal nichts mehr aktiv. Und hier müssen wir noch zum Maven Schwarzdorn zurückkehren. Das heißt, wir pennen noch mal kurz. Das können wir eh in der Zisterne machen. Wenn es mich nicht täuschen tut. Schlafen, Bett fremd. Habe ich auch ein Bett hier? Nö. Die ist rundum warm. Ja, das ist ja schön, aber ich würde gerne runter pennen. Fremd. Wo kann ich denn hier? Ach, hier. Gleich das erste Bettchen. Da liegen sogar noch ein paar Handschuhe rum. Super, dürfen wir sogar mitnehmen. Yay. Okay, warum nicht? So, schlafen Bett. Gut, dann schlafen wir mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Und dann werden wir mal Maven Schwarzdorn aufsuchen gehen. Oh, 8 Uhr, 9 Uhr, ja, 9:30, da sind alle wach. Da sind alle wach, frisch und froh. Und wir klettern wieder nach oben. Nehmen unser Hundi wieder mit.
toll, jemand hat die Tür die ganze Nacht offen gelassen. Das ist super. So, Essen. Ich schmeiß mir mal kurz ein Ziegenbein rein. Lalala. So. Dann Hundi mitnehmen. Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. So, Hundi. Willkommen. Ja, Hundi. Und jetzt nochmal rein in den Bienenstich. So, Mame müsste ja jetzt mittlerweile wieder hier sein. Ach, oben ist sie. Oben einmal nach oben. Und hier steht sie doch rum. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Ja, Auftrag erledigt. Hier sind eure Informationen. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Sabions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ach, ich habe mir das Symbol wieder nicht angeguckt. Ja, ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht, der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Hm, werden wir sehen. Orkischer Dolch der Blitze. Naja. Sehe ich nicht für angemessen, ne? Ja, bringt ja nicht viel. Was bekomme ich dafür? 20 Kröten? Hm. Aus dem Weg. Nee, selber aus dem Weg. So, kann ich bei ihr eigentlich noch ein... Haben wir jetzt noch eine Quest aktiviert? Kehre zu Brynjolf zurück. Dürfen wir wieder nach unten laufen. Hundi! Hundi! Ja. Hundi steht gern im Weg. So, dann nochmal zurück auf den Friedhof. Diesmal gehen wir den kürzeren Weg. Nee, lass mich rein. Und dann in die Zisterne. Ja, Hundi kann immer mitkommen. So, Brynjulf. Wo ist er denn? Wo ist denn der Brüni? Guck mal. Die Honigbräukaraffe. Nö, hab ich nicht. Wo ist denn der Brüni? Wird er uns markiert? Kehre zum Brynjolf zurück. Ach, hier ist er. Sind wir hier wieder falsch. Super. Oh. Ja, ja, die Zisterne. So, Brüni. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Ja. Was für ein Pech aber auch. Dennoch sehr vorteilhaft für Maven. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? War es eine Karaffe? Ach so, dasselbe Symbol wie bei Goldenglanz war im Spiel. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Hm, können wir da irgendwas tun? Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Abgeschlossen, geistiges Gift. Begonnen, eine einfältige Halunke. Na gut. Gucken wir mal. Für Plaudereien ist keine Zeit. Mercer erwartet euch. Sprech mit Mercer. So, wo ist er, der Mercer? Da ist er. So. Sprich. Ah,
da seid ihr ja. Ah, da bin ich. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Dann find was raus. Ich habe dieselbe Markierung bei der Honigbräu-Brauerei gefunden. Offenbar versucht unser Gegenspieler, uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wie lassen wir sie dafür bezahlen? Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajulai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein schleimiger Dreckskerl. Gollum. Gollum. Jetzt müssen wir auch noch ein Gulum Ai finden. Naja, wo soll ich anfangen? Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Och, na toll, dann dürfen wir also nach Einsamkeit wieder reisen. Oh, das ist ja ein Hin und Her. Gucken wir mal. Jupp. Wir dürfen wieder nach Einsamkeit reisen. Na gut, das geht in der Kutsche ja eh relativ schnell. Aber wir werden vorher nochmal mit Brynjolf. Wo ist er denn jetzt wieder? Brüni! Brüni! Ach, wo ist denn der jetzt wieder? Brüni! Der ist sicher in der Zisterne und säuft sich gerade an. Nö. Ach, wo ist denn der? Da ist er. Ach, da. Find hier niemanden. So, Brünni. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Denkt ihr, er wird Probleme machen? Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Und wie bekomme ich ihn zum Reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Verrat oder nicht, ich lasse ihn mal leben. Für diesen Verrat wird er uns bezahlen. Wenn er uns verraten hat, bringe ich ihn um. Ja, er wird auf jeden Fall mal bezahlen. Das ist wohl wahr. Und mit seinem Zugang zur Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft wird sich das für uns auszahlen. Falls es nicht klar sein sollte, wir wollen nicht, dass ihr ihn tötet. Bleibt ihm erst einmal auf den Fersen. Dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, dass, egal welche Antwort man nimmt, hat eigentlich irgendwie gar keine Auswirkungen. Also, ja. Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich töte ihn, dann hätte er halt gesagt, nö, töte ihn nicht. Wenn ich sage, ich lasse ihn im Leben, sagt er, ja, genau. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was ich hier nehme. So, wieso ist Gulum Ai ein Gewinn für die Gilde? Gulum Ai arbeitet im Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Er beschäftigt sich mit allen Waren, die nach Einsamkeit kommen und von dort verschifft werden. Das heißt, er hat bei den besten Waren aus Himmelsrand quasi freie Hand. Er ist kein Gildenmitglied, zahlt uns aber einen Anteil für alles, was er aus dem Lagerhaus abzweigt. Okay. Wenn ich Informationen von Gulum Ai erhalte, was dann? Kommt sofort zur Gilde zurück und bringt Mercer die Informationen. Das hat höchste Priorität. Wenn ihr entdeckt, dass Gulum Ai mehr Beute versteckt, als er behauptet, könnte diese Information auch recht nützlich sein. Mhm.
Meint ihr, Gollum-Ei wird mir Ärger machen? Es gibt Diebe und es gibt Gollum-Ei. Kein Anstand, keine Ehre. Er könnte euch die Hand schütteln und gleichzeitig in den Rücken stechen. Sein für die Gilde bestimmter Anteil ist in letzter Zeit zurückgegangen. Er sagt, das Geschäft laufe nicht, aber ich bin mir sicher, dass er lügt. Behaltet ihn im Auge. Er ist gerissen. Viel Glück in Einsamkeit. Lasst Gollum-Ei am Leben, aber erinnert ihn daran, wer wir sind. Nö, das werden wir. Gut, okay. Das heißt, unser nächster Weg sollte uns eigentlich nach Einsamkeit führen. Wir werden uns aber nächste Folge nicht nach Einsamkeit begeben, sondern... Nee. Wir werden mal hier Richtung Norden weiterreisen. Hier vorbei an den Stellen von Riften, über die Festung Grünwall nach Schorsstein und da haben wir ja noch eine Quest hier, die Klinge im Dunkeln. Das werden wir nämlich mal machen. Das ist nämlich da oben bei Kühneshain. Ich finde den Drachenfriedhof. Da müssen wir noch Delfine. Erwartet uns ja dort und die werden wir da mal ein bisschen unterstützen gehen. So, aber das machen wir dann nächste Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim.